So, mit der Eve-Serie von Elgato haben wir die ersten HomeKit-Produkte in Deutschland. Wir haben hier den Eve Room, das ist ein Bluetooth-Sensor, der die Luft- und Lebensqualität im Raum misst. Wir wollen am Beispiel von diesem Sensor mal kurz schauen, wie das Bluetooth-Pairing mit HomeKit funktioniert. Es geht relativ einfach, also es wird eine direkte Verbindung zum iPhone aufgebaut in dem Fall. Ihr braucht keinen Hub, der da wo dazwischen hängt, sondern ihr verbindet euch direkt mit dem iPhone, hat Vor- und Nachteile, da gehen wir im Text zum Artikel dann noch drauf ein, aber hier geht es eigentlich nur mal darum, das Bluetooth-Pairing zu demonstrieren. Pack den einfach mal aus. Lieferumfang sind eben drei Batterien, ein kleines Heftchen mit diesem HomeKit-Einrichtungscode, der ist sehr wichtig, der ist hinten auf dem Gerät auch nochmal drauf. Ohne diesen Code könnt ihr euer HomeKit-Produkt nicht pairen mit eurem iOS-Gerät, das heißt, wenn ihr diesen Code verliert, dann könnt ihr das Ding auch wegwerfen. Ich packe jetzt erstmal die Batterien rein, damit dieser Sensor hier ein bisschen funken kann. So, leg den mal dahin. Der sollte sich jetzt melden und mache hier auf dem iPhone mal die Eve-App auf. Da habe ich schon einen Temperatursensor drin. Gehe hier mal auf Bearbeiten. Ich habe hier mein Zuhause angelegt, das heißt zu Hause, ihr könnt hier auch, wenn ihr mehrere Häuser habt oder mehrere Wohnungen habt, hier entsprechend mehrere Zuhause anlegen. Habe hier die Möglichkeit, das Erscheinungsbild zu verändern von der App. Das ist jetzt die App von Elgato. Also jeder Hersteller kann so eine eigene HomeKit-App machen. Das heißt, es sieht nicht alles gleich aus, sondern der Hersteller hat die Möglichkeit, die App nach seinem Geschmack und nach seinen Bedürfnissen zu gestalten, aufzubauen. Nur die zugrunde liegende Datenbank ist im iOS, also die ist bei App, liegt bei Apple mehr oder weniger, liegt im Gerät oder liegt in der iCloud später. Und das ist eben fix, was es für Räume gibt, was es für Raumtypen, Gerätetypen und dergleichen gibt. Ich will jetzt ein neues Gerät zu meinem Zuhause hinzufügen, gehe hier auf Geräte und sage, hier seht ihr den vorhandenen Sensor, ich sage hier Gerät zu Zuhause hinzufügen. Er sucht und sieht schon diesen Eve Room Sensor, das ist per Bluetooth, also der ist sofort da, ihr habt da gar keinen großen Eck. Ich gehe einmal rein und jetzt will er eben hier, weist er mich nochmal darauf hin, ich brauche diesen Code, sonst kann ich das Gerät nicht verbinden. Sage okay, hinzufügen, er koppelt. So, jetzt hat er das Gerät hinzugefügt und jetzt will er wissen, in welchem Raum ich das denn abstelle. Jetzt brauche ich einen neuen Raum, weil ich will es nicht im Garten und ich will es nicht im Standardraum. Ich sage, okay, einen neuen Raum hinzufügen. Dann seht ihr hier, Elgato hat so eine Auswahl von Räumen vorweggegeben. Ihr könnt aber auch einen anderen Raum, einen neuen Raum anlegen. Aber ich suche jetzt eigentlich nur ein Wohnzimmer. Das ist hier oben. Ups. Und sage, okay, da möchte ich es drin haben. Fertig. Das ist angelegt. Jetzt kann ich hier in HomeKit meinen Raum Wohnzimmer anwählen und sehe quasi, welche Geräte im Moment im Wohnzimmer vorhanden sind. Mein Eve Room misst nachher die Luftqualität, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. So, und ihr seht, jetzt sind die ersten Werte da. Die Luftqualität, da muss er sich erst kalibrieren, da muss man ein bisschen warten, bis der sich da arrangiert hat, während Temperatur und Luftfeuchtigkeit sofort festgestellt werden. Die 31,4 Grad habe ich im Moment nicht im Wohnzimmer, sondern ich sitze auf der Terrasse. Ich packe das Ding jetzt ins Wohnzimmer, warte mal, bis er sich kalibriert hat und dann schauen wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen.